So, liebe Leute, 1-1, ich glaube, das Ergebnis ist zweitrangig, oder? Spielt keine Rolle. Wir wollen trotzdem das Spiel gewinnen. Jetzt grüß doch mal all unsere Football-Fans da draußen. Der Beuke hier, exklusiv. Liebe Grüße hier aus Paderborn nach dem Spiel von Fair. Grüß euch alle und ich glaube, wir sehen uns auch irgendwann mal live bei Podcast. Danke. Mahlzeit, herzlich willkommen, liebe Leute, zum letzten Stadion-Vlog hier in dieser Saison. Der MSV Duisburg hat es nochmal mit dem SC Verl zu tun, für den es um den Nicht-Abstieg geht. Das Ganze in Paderborn in der Benteler Arena. Also schnallt euch an, wenn es morgen zur Sache geht. Ich bin einen Tag eher angereist. Dementsprechend nehme ich hier mal die Leute und die Stadt wahr in Paderborn. Schau mal, was hier so geht. Nimm euch einfach gleich mal mit auf die Reise. Und dann freue ich mich drauf, morgen nochmal das Spiel besuchen zu dürfen. Und ich sage euch ganz ehrlich, macht dementsprechend aber auch einen Haken dran an die Saison. Es war mal wieder schwierig bis zur letzten Sekunde, hätte ich schon fast gesagt. Aber letzte Woche der Klassenerhalt sicher gemacht worden gegen Freiburg 2 mit einem grandiosen Spiel. 1-0 souverän gewonnen. Und dementsprechend freuen wir uns einfach nur noch morgen mal darauf. Und dann gucken wir mal, was in der nächsten Saison abgeht. Man munkelt ja, dass es vielleicht auch ein Derby geben kann. Von daher lassen wir uns überraschen, was das kommende Fußballwochenende parat hat. Und ich freue mich jetzt einfach nochmal drauf, morgen nochmal ein Spiel wahrzunehmen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß damit. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. Was hat er denn gesagt? Ah, er war richtig gut drauf, würde ich sagen. Er hat natürlich auch ein Herz für Verl, weil er ja trainiert hat. Aber er hat gesagt, er will einfach, dass der MSV mal ein Ziel ausgibt. In den letzten Jahren, das war für ihn immer so, hat er gesagt, ohne Ziel kann man nichts erreichen. Und man merkt auch, dass er ein ganz großes Herz in beider Richtung hat. Ja, definitiv. Aber wir hören es jetzt auch gerade im Hintergrund. Ist ja jetzt nicht ganz voll, aber trotzdem gut. Vor allem 1500 MSV-Fans für das Spiel. Klar, letzte Woche hast du die Karten wahrscheinlich gekauft. Ich sage immer, der MSV ist ein großer Freund. Definitiv. Und dann lassen wir es mal so stehen und gucken mal, was uns die Mannschaft hier im letzten Spiel präsentieren wird. Vielen Dank, Thomas. Alles Gute. Danke. Okay, ladies and gentlemen.
Das ist ihres nächstes Wort. Wir wollen Wolfgang!
So, Spielende und der MSV spielt 1:1 in Verl bzw. in Paderborn gegen Verl und die MSV-Fans werden jetzt hier nach und nach abgeholt hinter der Gästekurve und das alles Entscheidende, wir gucken mal, Kassensturz nennt man das ja, und zwar der Knolli, Ehrenmann, bester Mann, Trikot und Joe Coppens hat sich nicht lumpen lassen, dementsprechend hier nochmal so ein Warmach-Shirt reinzukloppen, weil viele, viele Spieler, darunter Brettschneider, Bakia, die haben ihre Trikots abgegeben. Ich habe versucht, noch mehr abzustauben, aber war trotzdem ganz cool. Ich sag mal so, Spiel ein bisschen nebensächlich, aber naja, wussten wir vorher, dass das heute kein Knaller wird. 1:1, ich bin froh, dass die Saison vorbei ist. Würde mich freuen, wenn ihr gleich nochmal im Anschluss an dieses Video hier unten drunter ein Like da lasst, einen Kommentar. Und dann gibt es nächste Saison wieder Vollgas hier auf unserem Kanal Pottbolzer. Und ich sage vielen Dank fürs Schauen, viel Spaß damit und bis zur nächsten Saison. Ciao, ciao.